Nicht zum ersten Mal begegnet uns auf dem E.ON-Stand auf der EGMA 2016 das 600er ATV von E.ON. Wir sehen hier neben uns die neue Crossland 600, wie uns immer das schon gesagt hat, nicht zum ersten Mal, aber nun ist es soweit. Wir rechnen damit, dass wir im zweiten Quartal 2017 dieses Fahrzeug in Deutschland und in Österreich als Euro 4-Variante auf den Markt bringen werden. Ein sehr schönes Fahrzeug, ein sehr, sehr, würde ich sagen, ein sehr, sehr eigenes, selbstständiges Design, sehr groß, sehr hoch, lehnt sich an eine Polaris 570 an. Der Hersteller verspricht enorme Leistungsdaten. Ich habe selbst noch nicht genaue Informationen, aber wir versprechen uns trotzdem sehr viel von diesem Fahrzeug. So richtig neu ist auf dem E.ON-Stand allerdings die neue Cobra 400, die jetzt mit einer Einspritzanlage daherkommt und bereits im vergangenen Jahr zum beliebtesten Serienquad Deutschlands gewählt wurde bei der Wahl Quad of the Year 2016. Hier kann ich mich eigentlich nur anschließen, das ist richtig. Also wir sehen hier unsere neue Cobra 400 bereits als Euro 4-Variante. Mit dem neuen 400er Einspritzmotor. Des Weiteren haben wir hier ein ganz interessantes Differentialsystem verbaut. Das heißt, Cobra 400 wird es auch in Zukunft im gesamten europäischen Markt weiterhin mit einer Starrachse geben. Und das macht uns sicherlich auch als Produkt weiterhin besonders. Das heißt, wir liefern weiterhin Fahrspaß pur. Und das Fahrzeug wird ungefähr lieferbar sein ab März, April 2017. Auf dem Markt.